Ja, und Heiko Neumann ist jetzt beim DFB in Frankfurt am Main. Die deutsche Nationalmannschaft hat wieder einen Bundestrainer. Wie ist der Nagelsmann nach der Bekanntgabe aufgetreten? Welchen Eindruck hat er gemacht? Ja, er kam locker gelöst mit einem breiten Grinsen hier auf die Bühne. Noch spricht er nicht. Aktuell spricht gerade noch Rudi Völler. Und der lobt natürlich Julian Nagelsmann auch über den grünen Klee in den allerhöchsten Tönen. Ja, Julian Nagelsmann kam locker, leger, dunkles Hemd, dunkles T-Shirt unten drunter. Und vorab hat er in einem Statement schon verlauten lassen, er hat richtig Lust auf diese EM. Das ist eine Once-in-a-Lifetime-Erfahrung. Und bei der EM, das verspricht er, wird sich ein eingeschworener Haufen präsentieren. Seine Co-Trainer übrigens werden Benjamin Glück, den kennt er noch aus Bayern-Zeiten, und Sandro Wagner. Was muss Nagelsmann als neuer Bundestrainer denn als erstes jetzt anpacken? Ja, er braucht auf jeden Fall erstmal einen Stamm an Spielern, auf die er sich verlassen kann. Also er kann jetzt auf gar keinen Fall noch mal die halbe Bundesliga durchprobieren. Er hat nur noch etwa 6, 7, 8 Länderspiele Zeit, Testspiele, und viel mehr Trainingseinheiten werden es auch nicht mehr werden, bevor es dann in 9 Monaten ernst wird. Und er muss dieser Mannschaft schlicht und einfach wieder Selbstvertrauen einflößen. Das ist ja zuletzt absolut verloren gegangen. Und er muss sich selber etwas zurücknehmen. Julian Nagelsmann steht ja selber gerne im Rampenlicht, und das sollte er tunlichst vermeiden. Die Mannschaft, die sollte im Fokus stehen, nicht er selbst. Und dann könnte das durchaus auch eine gute Lösung sein, die auch zu einem guten WM-Turnier in 9 Monaten führt. Ja, danke schön. Ja. Danke schön, Heiko Neumann. Danke nach Frankfurt am Main.